Herzlich willkommen zu Hur 20 Uhr Folge. Hey Leute, was geht ab euch und willkommen hier zu einer neuen 20 Uhr Folge. Herzlich willkommen zu FIFA 22 Mobile. Wir werden direkt mal die ersten 2-3 Minuten ganz kurz über das Team des Jahres sprechen. Und dann werden wir reingehen ins Neuanfangs-Event und da die 1, 2, 3 Packs öffnen. Vielleicht wahrscheinlich eher 24 Packs wieder. Egal. Die Frage an euch, die ich direkt habe, ich werde euch jetzt nacheinander die Totti-Karten zeigen, beziehungsweise es sind nicht die offiziellen, aber das Design, das könnte einfach exakt genauso sein, wie Hein FIFA das gemacht hat. Hein FIFA ist übrigens unten in der Videobeschreibung verlinkt, könnt ihr sehr gerne auschecken. Der macht immer sehr, sehr, sehr coole Designs und hat auch dieses Team des Jahres Video gemacht. Und ich blende euch jetzt hier nacheinander die Karten ein, weil, sagen wir mal so, ihr könnt... das ist halt die Frage. Wenn man zwei Team des Jahres Spieler free to play bekommt, welche oder für welche Karten würdet ihr euch entscheiden? Und dabei darf nur ein Angreifer sein. Also es gibt natürlich jetzt hier Donnarumma, der einfach schon extremst heftig aussieht. Ich denke mal, die werden jetzt nicht so hoch sein, die Gesamtbewertungen, weil FIFA Mobile hat jetzt erst angefangen. Deswegen glaube ich nicht, dass da Team des Jahres Spieler reinkommen mit 99 oder 96 oder so. Weil FIFA Mobile, wir hatten jetzt schon irgendwie einen 95er, 96er im Team so gefühlt, ne? Deswegen kann vielleicht auch sein, dass es nur ein Free-to-Play gibt und dann denkt sich, ey, ja, ein Free-to-Play geht auf jeden Fall klar. Dann gibt es natürlich Hakimi, Marquinhos, Ruben Dias und Cancelo. Das waren die Abwehrspieler, Abwehrspieler und Torhüter. Wenn ich mir von den Abwehrspielern, also von diesen fünf einen aussuchen müsste, wäre es Donnarumma, glaube ich. Wäre es, glaube ich, Donnarumma, weil ich den einfach am geilsten finde von den fünf. Dann im Mittelfeld N'Golo Kanté, dann Jorginho und De Bruyne. Und da ist es für mich auch klar, da würde ich ganz klar, würde ich da N'Golo Kanté. Und im Sturm finde ich es auch schwer. Mbappé ist überragend heftig geil. Mbappé kann alles schießen, dribbeln, hat Tempo, kann passen, kann alles. Lewandowski ist jetzt nicht so der Schnellste, hat aber den ultimativen Schuss der Vergeltung, so kann man sagen. Und Messi ist halt einfach Messi. Und dann gibt es ja noch den 12. Mann, Ronaldo. Also wenn ich mir von den Stürmern einen aussuchen müsste, und wenn Ronaldo auch da sein sollte als 12. Mann, würde ich Ronaldo, glaube ich, nehmen. Weil es einfach Krisch ist. Krischi. Und sollte es Ronaldo nicht geben, würde ich mir von den dreien, glaube ich, weil ich halt einfach auf Bundesliga so ein bisschen gehe, würde ich Lewandowski, glaube ich, sogar nehmen. Also schreibt mir mal in die Kommentare, wen ihr nehmen würdet, wenn ihr zwei aussuchen könntet, dabei ein Stürmer. Und wenn ihr nur einen aussuchen könntet, wen ihr dann nehmen würdet. Würde mich mal wirklich sehr, sehr, sehr interessieren. Weil ja höchstwahrscheinlich kommt das Team des Jahres Donnerstagabend raus, weil bis jetzt wurde noch nichts geleakt. Und es liegt einfach nah, dass das Team des Jahres-Event rauskommt, weil das Team des Jahres-Event war jetzt auf der PlayStation da. Deswegen macht es Sinn. Es macht einfach keinen Sinn, dass EA dieses Jahr das Team des Jahres-Event nicht bringt, weil Team des Jahres ist immer das gehypteste Event, was es so gibt. Und deswegen, aus meiner Sicht, muss das Team des Jahres eigentlich Donnerstag erscheinen. Wir gehen rein ins Neuanfangs-Event und da bekomme ich jetzt auch bald Michael Owen und da werden wir heute uns Nuno Mendes und 100 Skillboost-Karten abholen. Ich habe zwar leider nur 20 Zieltoken, das heißt, wir könnten es sogar eventuell nicht schaffen, alle Belohnungen abzuholen. Eventuell kriegen wir auch gar keine Belohnung. Stellt euch mal vor, wir öffnen alle 20 Packs und dann sind noch 4 Packs da. Und von den 4 Packs sind einfach 3 Belohnungen. Ah, okay, hier schon mal die ersten. Das müssten die 25 gewesen sein. Ja, 25 Skillboost-Karten oben links in der Ecke. Probiere ich direkt unten rechts. Schade, hätte ja klappen können. Hätte ja klappen können. Ich probiere es unten in der Reihe. Komm, unten in der Reihe. Schlag die. Ah, nee, unten in der Reihe geht so nicht. Unten in der Reihe geht so auch nicht. Unten in der Reihe geht so auch nicht. Und unten in der Reihe, komm jetzt, gönn einmal unten. Einmal unten. Das kann doch nicht sein, dass dieses Jahr unten in der Reihe einfach absoluter Schmutz ist. Absoluter Schmutz, guckt euch das an. Nix, nada, niente, ich habe nur noch 10 Packs.
Ich habe nur noch 10 Packs. 9 jetzt noch. Heidewitzka. Heidewitzka, Heidewitzka. Nuno Mendes ist wahrscheinlich dann... Was ist das denn jetzt hier? Habe ich irgendwo... Ah, ich habe gefettfingert. Das Pack wollte ich gar nicht öffnen. Einfach gefettfingert hier. Absolut gefettfingert. So, Abfahrt. Komm, gönn. Gönn doch mal. Gönn doch mal, gönn doch mal, gönn doch mal. Ja, gönn doch mal das Pack. Ja, gönn doch mal das Pack. Gönn doch mal, gönn doch mal, gönn doch mal das Pack. Ja, gönn doch mal das Pack. Ja, gönn doch mal das Pack. 4 sind's noch. Jawohl, Skillboost-Karten, wichtig. Wenigstens die 100 Skillboost-Karten schon mal. Nuno Mendes spielt noch. Da ist er nicht. Ich könnte schon wieder wetten, dass Nuno Mendes im letzten Pack drin ist. Also das, was ich jetzt nicht öffnen kann. Das ist nämlich das Letzte. Das ist nämlich das Letzte und ich krieg den 87er Nuno Mendes jetzt erstmal nicht. Ich weiß nicht, ob ich den noch irgendwie zusammengeschustert bekomme mit irgendwelchen anderen Taukimokis. Keine Ahnung. Wir gehen rein ins normale Division Rivals. Da stehe ich weiterhin bei 481.000 Fans. Ich habe die letzten Tage jetzt gar nicht weitergespielt, Worst Angriff, deswegen machen wir es jetzt hier gemeinsam mit unserem 96er Team. Spielen wir gegen Frank, Junge! Praktikant Frank! Wir spielen gegen Praktikant Frank! Wir spielen gegen den EA-Praktikanten. Oh mein Gott, da kann ich eigentlich nur verlieren. Ich spiele gegen EA. Das ist ein EA-Account. Da kann ich nur verlieren. So ein Ding ist das. Einfach gegen Frank jetzt hier. Einfach gegen Frankie Manky. Ja, das Team ist aber ganz nice von dem Frank, ne? Aber ist ja auch klar. Als EA-Mitarbeiter kriegt man da sicherlich Rabatt auf die FIFA-Points und so. Kapi Klaus Nikolaus. Komm, hau ihn rein. Och Mann, ey. Ich verkack die ersten 10 Sekunden wieder mal so, wie es im Verkackungslehrbuch steht. Mama mia, komm runter. Runter und er macht das dritte Tor schon. Er macht das dritte Tor schon. Danke, Bale. Er macht das vierte. Frank wieder so ein richtiger Familienvater, der so richtig reinschwitzt. Wisst ihr? So schön irgendwie. Keine Ahnung, gerade in der Mittagspause. Gerade noch ein Dachdecker. Und jetzt in der Mittagspause, zack, zack. Schön, ach, in der Frühstückspause, schön. Schön FIFA Mobile ein Spiel machen und mich einfach wegziehen wie vom bis zum geht nicht mehr. Mann. 6-7, ich bin wieder da. Ich bin wieder hier. In meinem Revier. Gio Reyna macht das 7. und das 7-8. Noch gebe ich hier nicht auf. Weil jetzt ich. Ja, er hat Ballverlust. Und jetzt nach unten. Der muss rein. Und der geht rein und ich fühle das erste Mal, Frank. Ha! Hast du gerade dein Brötchen gegessen oder was? Deine Salamischrippe. Oh, Baby! Faust in die Facecam. Let's go! German Rangers. Ah, ausgerangert hier. Ausgerangert. 10-9 Spiel gedreht, Baby. So und nicht anders. Team der Woche. Die Punkte spare ich mir aber auf. Weil ich für dieses Team der Woche jetzt... da keine Punkte mehr ausgebe. Gewinne 25 Division Rivals Partien. Ja, moin. Ja, könnte ich aber noch hinkriegen. Ich habe da noch ein paar Tage Zeit, ne? Das ist ja klar. Das ist ja klar wie Kloßbrühe, ne? Zack, zack. Und zack, zack. Easy. Easy peasy. Ach, da oben habe ich auch noch mal ein Pack. Das habe ich ja gar nicht gesehen, du. Leute, lasst gerne jetzt hier bei der heutigen 20 Uhr Folge einen Like da, was habe ich hier beim Star Pass? Was ist das denn? Abruf 1? Was kriege ich da drin? Ah, 10 Skillboost-Karten. Okay, nehmen wir nochmal mit am Ende hier, ne? Nehmen wir nochmal mit, lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Ich bin raus und ich weiß nicht, wann es wieder quasi so ein extra Video geben wird. Eventuell vielleicht sogar erst am Wochenende, Samstag, Sonntag wieder. Nächster FIFA Mobile Livestream, ich werde definitiv zum Team des Jahres streamen, leider aber nicht Donnerstag, Freitag, wahrscheinlich dann eher Samstagvormittag, könnte ich mir vorstellen, wenn das Team des Jahres Event draußen sein sollte. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, ich bin raus und bis zum nächsten Mal. Tschüss!